Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Mario Party 2. Wir sind hier beim Westernland und haben dort noch, um es ein bisschen präziser zu sagen, die letzten 5 Runden. Und damit starten wir jetzt directly. Als erster Mario, zweiter Yoshi, dritter Donkey Kong, vierter Peach. Das ist der aktuelle Stand. Das heißt, war glaube ich Yoshi, ne? Bin mit zweiten Platz sogar relativ weit vorne. Das ist schön. So, und jetzt haben wir den Koopa. Der behauptet, dass Donkey Kong irgendwie bekommt das hin müssen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wieso, aber okay. Das brauche ich, glaube ich, jetzt auch nicht zu verstehen. So. Ich fange an als Yoshi. Immer in eine Runde. Ne, ist ja besser als nix hier. Da kommt Mario. Was ist dieses Milchdings? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, der macht miese. Also, das ist auch immer so eine Glückssache, ob man jetzt auf ein Feld kommt, wo man Plus macht, oder auf ein Feld kommt, wo man miese macht, ne? Also ist das auch immer eine große Glückssache. Und irgendwie landen die alle bis auf Missy auf dem Minusfeld. Das sollte einen beunruhigen irgendwie. So. Okay, danke, kommen auch nicht. Gut. So, 2 Player versus 2 versus 2 Minigame ist das da. 2 Player irgendwas. So, ich hoffe, mein Verstippen ist auch besser und der Soundtrack ist jetzt nicht zu laut oder zu leise. Ich glaube, was am ehesten, dass der ein bisschen zu leise ist, ne? Müsste jetzt besser sein, glaube ich. Was haben wir denn hier für einen? Schauen wir uns mal die Regeln an. Move some, okay. Ja, einfach rein und Sound. Weil das ja 2 versus 2 ist. Warte mal. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Natürlich an die anderen. Wie steckt man denn? Okay, ups, das ist die falsche Taste, das ist die Moderator-Taste, aber trotzdem, wie? Hä? Ah! Lass ich direkt so, ich sehe schon. Was werden die anderen gewinnen, weil die Stella. Jetzt ist sogar relativ knapp. Im Schluss war es knapp, Alter, ey. Ja gut, die haben auch die Steuerung gewusst. Ja gut, aber es war es auch selbst schuldend, dass ich die nicht gewusst habe. So denn ich das. Bin ich einfach mal leise. Ich glaube, es ist für alle besser. So. Letzte 4 Runden. Jetzt langsam merke ich das tatsächlich alles. Und sicher. Ich gehe mal da lang. Dem Ende zu. Ob das richtig war, die Entscheidung da lang zu gehen, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Oh, die hat jetzt so eine Wunderlampe. Interessant. Was macht die jetzt? Hui, interessant. Hä, wie kommt jetzt auf einmal hier zu dem Stern? Sieh's, Alter. Was denn das Neue ist, der natürlich jetzt schön genau dort ist, wo ich nicht bin. Ja, natürlich. Natürlich ist er da.
Ja, okay. Okay. Ich habe ja zwei Sterne, das sollte mich da am wenigsten beschweren hier, ne? Aber ich sag ja, Mario Party kann das wirklich jede, nach jeder Runde hier etwas ändern. Auch ganz am Schluss kann das noch das ganze Geschehen im Spiel ändern. Das ist schon krass, wenn man eigentlich mal drüber nachdenkt. Ne? Aber Mel, ich meine, es ist Mario Party, ne? Ist jetzt nun auch eigentlich nicht so krass verwunderlich. Weil Mario Party. Bla bla bloop. Frage ich, wo ist jetzt ein Set? So, gibt's hier kein Set mehr. Ah, aber die meinen ZL. Hey, ich bin da zwar gerade hochgesprungen, aber es heißt drauf. Das war so ätzend. Eigentlich ist es, ja, wie Peach immer auf Marios Kopf drauf bringt, eigentlich ist es eine reine Glückssache, ob die zur passenden Zeit am passenden Ort sind. In dem Fall tut Peach ja gerade richtig schön verrecken. Und Mario gewinnt, wie es in Mario Party ja auch dahin sein soll. Ist ja auch sein Spiel, ne? Jemals pressen. Ist jetzt auch erst. Okay, so hat das eine nur mit dem anderen zu tun, aber verrat's keinen. So, letzte drei Runden. Yoshi ist am Start. Oh nein, jetzt kommt auch mal auf so ein mieses Feld. Boah. 30 Coins, ich hab sogar keine 30. Aber es ist ja immer eine ätzend 30. Vor der hätten eine Sternstelle gemacht, dann wäre es ja richtig gepisst gewesen hier, ey. Gut, das ist natürlich schon sehr heiß für mich, weil ich im Prinzip mit großer Sicherheit einfach pleite bin. Wenn er mir jetzt auch noch den... Ja, genau! Ja, ich glaube, es ist erst. Zuerst alle Münzen, dann nochmal einen Stern. Ja, als ob, Alter! Genau, was denn noch alles hier? 4 Sterne! Übertreib, Mario, übertreib! Alter, das ist doch einfach so... Und natürlich! Bin ich genau dann da vorbei! Alter, das ist doch... Es ist Mario Party, ne? Wir müssen es akzeptieren, auch wenn ich gerade von dem Spiel sehr angepisst bin. Das sag ich es immer, ne? Ich kann das immer alles ändern hier. Alter, das... Mario, übertreib. Mal ehrlich hier. Jetzt bin ich im zweiten auf dem vierten Platz runter. Natürlich ist das demotivierend, aber ich meine, ja, es ist Mario Party, ne? Und natürlich, ich glaube, ich gegen den Rest kann das sein. Gott. Okay. Also die Runde ist so gegen mich hier. Alter. Hallo, Sacka, was machst du denn hier? Wir wollen nicht immer noch so krass gegen mich. Ich hoffe, dass ich einfach 25 Münzen habe. Und die Runde zum Glück gewonnen habe. Sonst hätte ich das Game Essen direkt in die Mülltonne geschmissen. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch mit größten Abstand Vierter. Letztes Mal rund. Ich müsste jetzt eigentlich mal am Buu vorbeikommen, damit ich irgendwie wieder Glück habe. Natürlich kommt jetzt auch noch so ein Minigame hier. Oh, Alter. Ich hab's ja gerade hier in Mützen, aber was heißt drauf?
Hä? Ich versteh's nicht. Ja, sind wir die ganzen anderen Münzen hier weg. Ich behalte meine 5 wenigstens hier. Oh, bekommen sogar 11. Okay. Okay, aber trotzdem. Alter, dieses Lackei, hier, dieser Mario. Ist eigentlich so unverdient hier seine 4 Sterne. Aber was soll's. So, was sonst wird der mich jetzt auch noch runter. Runterfahren hier, dieser. Nee. Na dann. Ist ja immer zu mal etwas hier. Alter. Dieses Pest muss man auch erstmal haben, ey. Yeah. Ich sag, wenn da jetzt das hier rauskommt, ich sag, die Typ ist tot. Okay, das ist ja immer noch in Ordnung. So, jetzt kommt Donkey Kong versus den Rest Minigame. Ich glaube, danach haben wir ja noch eine Runde oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Die überleben wir auch noch. Ja, MoveTube, das sollte hoffentlich machbar sein. Start. Hallo, wer ist die Taste? Ja, ja, aber wie... Ah, mit B wird mein Ding los. Hallo. Ich drück zwar alles. Der hat gewonnen. Verdammt. Wir haben nicht vom Boot gerissen. Das war nicht so... Na, okay. Okay. Es ist okay. So, und dann haben wir jetzt hier, glaube ich, schon die letzte Runde. Last Turn. Ja, da können wir probieren, alles Mögliche herauszuholen. Ja, genau. Alter. Du bist immer noch Vierter, ey. Ja, das Composer gibt mir auch noch hier 5 Sterne. Boah. Das Ding fährt mir jetzt auch noch hier auf den Haufen. Alter. Nee, nicht mal. Sein Glück, ey. Aber alter, Mario hat ungelogen so Glück in dem Game. Der kann, sorry, aber er kann einfach nur. Ja, genau. Haben mir Endgottag hier alle Münzen weggenommen, ja. Ich glaub, sie hackt's. Alter. Das Game ist doch so unfair. Das ist heiß unfair. Verdammt. Jetzt. Da ging auch einfach nichts da.
bei mir reingehen. Ja, jetzt hat zwei nochmal. Nein! Pizza hat einen mehr. Wie unverdient. Verdammt. Oh, wie viel Geld die Pizza bekommen. Aber immer bekommt es auch einiges. Das ist ja auch sehr schön. Und das katapultiert bis endlich wenigstens was am dritten Platz zuvor. Besser als nächstes, sagst du euch, Leute. Was dieses Milk-Ding ist, habe ich wirklich auf der gesamten Map einfach nicht rausgefunden, was das genau war. Ne, also, keine Ahnung. So, ich glaube, da war ein 1, was ist 3-Minigame. Bowl Over, das müsste auch so das letzte Minigame von dieser Map tatsächlich sein, wenn mich das alles täuscht. Okay, achso, du musst einfach nur quasi aus dem Weg sammeln, damit man nicht von der Bowlingkugel verdeckt wird. Lol. Oh Gott. Genau. Weil jetzt genau auch so über Missy geht, Alter. Ach, der Mario, das ist Lackei, ey. Das hat so Glück hier. Dieser Vollidiot. Ungelogen. Tut mir leid, aber gerade regt er mich erst so auf. Ungelogen. Aber was hauen. Ja, Mario hat am meisten Sterne. Jetzt geht's, wer die meisten Münzen hat. Das heißt, Peach bekommt quasi einen zweiten Stern. Ja, Mario gewinnt doch eh. 5 Sterne. 6 Sterne, was denn noch, Alter? Da bekommt Pizza Nummer 1, bekommt keinen, das ist klar. Natürlich ist es Mario, das ist ein bisschen. Das ist übelst leicht zu errechnen. Aber was ist jetzt? Oh oh. So, das ist ein Battle zwischen Mario und Bowser oder wie? Ja, gut. Ja, der ist jetzt der große Held von allen hier, dieser Mario, ey. Alter. Ich gönn's ihm nicht. Ich meine, ja, aber ich gönn's ihm trotzdem nicht. Ich meine, seine 6 Sterne ist doch unverdient hier, aber okay. So, ja, das war das Spielbrett, liebe Leute. Im nächsten Part geht's ja weiter mit dem nächsten Spielbrett. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.